Er möchte das nicht gehört haben und ist jetzt losgezogen und möchte den Schläfer weiterhin anbeten und wahrscheinlich verteidigen. Gehen wir mal davon aus, vom Schlimmsten. Und einen Weg zum Schläfer finden. Um es mal so grob zu umreißen. Jetzt müssen wir zu dem neuen Lager, um mit Saturas den weiteren Ausbruch planen. Zu arrangieren. So, das waren 2 Minuten Rennen. Jetzt kommen noch mal 2 Minuten Rennen. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, ob das so einfach geht. Ob Saturas Plan hat, ob er was mit diesem Fokusstein anfangen kann oder nicht. Wir sind gespannt, also hoffen wir es mal. Die Wassermagier sind ja eher mit die gechilltesten, möchte ich mal so meinen, weil Wasser. So. Wasser symbolisiert nämlich Alanos und Alanos ist der Gott der Gleichbehandlung, sagen wir mal so. Innos ist nämlich der Gute, Seiner, aber Beja ist der okay. Böse und Alanos ist der zwischendrinne, dem alles eigentlich der neutrale Gott. So. Okay, Gorn ist wahrscheinlich zu seinem alten Platz hingelaufen, aber das bringt uns auch wenig, weil wir gehören leider dem Lager nicht an, sonst hätte er uns was beibringen können. Ich habe gerade bloß geguckt gehabt, ob wir noch ein paar Lernpunkte übrig haben. Denn wir bräuchten noch 10 Punkte in Stärke. Dann hätten wir das Cap erreicht von dem, was wir am meisten maximal lernen können. 100 Stärke ist Maximum. Danach ist Schluss. Dann kann man nur noch mit Tränken und Amuletten diese Grenze sprengen. So. Gleich nochmal. Saturas, du Lümmel. Warum hast du kein E-Mail-Programm? Dann hätten wir den Almanach mailen können per PDF. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Okay, und hier ist ein Fokus. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Okay, jetzt, das ist für mich Was ganz machst du jetzt mit oftmals. Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Okay. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Das Deine stimmt auch. Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier.
Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Wunderbar, okay. Wir haben schon ein paar Fokussteine, aber... Möchtest du in einem Stück zurückkehren? Aber, da werde ich euch mal den Tipp geben, bei diesen einzelnen Fokussteinen, da wird immer einer von unseren Wertfreunden uns helfen wollen. Also sprich Milton, Lester oder Gorn oder so. Die wollen uns dann immer helfen, ja, gut, also es kann schon die Foki zu bekommen. Saturas hier. Das. Krasse Kacke, wa? So ein dickes, fettes Pentagramm. Wir sind gerade dort. Dann werden wir mal einfach zu dem Ausgang des neuen Lagers gehen. Moment. Er hat gesagt, wir haben eine Spruchrolle bekommen gehabt. Um zurück ins alte Lager zu kommen. Ah ja, zu dem Wassermagier. Teleporter Rune. Keine Rune, sondern Spruchrolle. So. Ich halte mich da lieber raus. Ich bin nämlich jetzt dafür, dass wir erstmal mit Riordian sprechen, wie es uns angeraten wurde. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Okay, gut. So. Dann geht's mal los. Er hat uns jetzt schön 20 Tränke gegeben. Ich glaube, da war wirklich, wie er gesagt hat, von allem etwas dabei. Genau, wir haben hier nämlich einen Geschicklichkeitstrank dazu bekommen. Hier unten einen Stärketrank. Das ist das, was ich gesagt habe. Also mit diesen Tränken kann man dann diese Cap-Grenze sprengen. Also sprich, dass man jetzt nicht mehr nur 100 Stärke beispielsweise auf Tasche hat, sondern dass man dann zum Beispiel 103 hat. Oder auf einmal 140, wenn man die Tränke ganz geschickt eingesetzt hat. Also das ist dann nach eigenem Ermessen. Nach eigenem Ermessen. Ich könnte natürlich jetzt auch den Trank reinknallen und dann noch die restlichen Punkte beim Lehrer lernen. Der wird uns aber dann auch bei 100 sagen, Alter, du hast deine Grenzen erreicht. Probier irgendwas anderes. So, da kann ich euch auch noch raten, wenn ihr so eine Amulette, Ringe oder so eine Verstärkung habt, wie gerade schon angesprochen. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Dann... So, Moment. Dann denkt auch daran, auch mal das Zeug abzulegen. Okay, machen wir es wie folgt. So, wir gehen jetzt hier erstmal links. Mein Plan sieht wie folgt aus. So, erst einmal hier die Karte nochmal aufziehen. Wir gehen da oben links, dann oben rechts. Den haben wir da beim Sumpflager. Dann gehen wir den ganz unten und dann links. Dann haben wir nämlich diesen Kreis. Den sind wir dann gut abgegangen. Auf alle Fälle, das was ich sagen wollte, bitte denkt daran, solltet ihr das Spiel zocken und solltet ihr dann Stärke lernen wollen oder Geschicklichkeit, kommt ganz drauf an, was ihr braucht. Oder ich weiß nicht, beim Mana, ob es da auch ein Cap gibt, dass ihr immer die Amulette und Ringe auch ablegt, weil die erhöhen ja auch eure momentane Stärke, Geschicklichkeit, etc. Und das berücksichtigen die einzelnen Trainer nicht und die meckern dann immer nur rum, wenn ihr schon die 100 erreicht habt. So. Okay, ich sprint jetzt hier einfach mal so durch. Auch wenn jetzt hier links und rechts so einige Kreaturen sind. Ich möchte nämlich nicht sinnlos eure Zeit stehlen. Ich möchte euch auch ein bisschen was zeigen von der Story. Hup und hup. Ach, okay, um den Snapper kommen wir nicht rum. Aber ich sag mal, Snapper
das sind jetzt nicht mehr so unser Leben. Anscheinend. Anscheinend habe ich mich da echt geirrt. Räuberlager hatten wir ausgelöscht gehabt. Ja, und da ist unser erster Freund, Diego. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Ja, okay. Ich weiß schon, was es sein wird. Ich kann es mir denken. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, an derselben Stelle mit einem 3 Tonnen schweren Problem zu kämpfen. Ach du Mann. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Kleinkriegen, ja. Da hat er schon eigentlich den Spruch gebracht gehabt, aber wir hatten den anderen Troll aus dem ersten Kapitel, den hatten wir leider schon fertig gemacht gehabt. So, okay, aber durch unsere hohe Stärke haben wir sogar schon die Möglichkeit, diesem Troll auch ohne Schlupfzauber Schaden zu machen. Jetzt müssen wir dem bloß die Flicken in den Arsch schlagen. Diego hilft ja auch, wo er nur kann, sein frei. Sollte man noch mal Glück haben im Leben, ne? Komm schon! So, 2000 EP, schönes Ding. War fantastisch! Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Jetzt muss ich mal was anderes ausprobieren. Und zwar. Wir haben doch hier die neue Rune. Freundlich stimmen. Ob das wirklich so eine Art Konfusionsding ist, wo man dann die Winde scheint zu klemmen. Ja. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Okay. Beinahe schief gegangen, okay, Diego. Das ist immer das Schöne, wenn man mit Diego auf Party geht, also das ist wirklich eine Party. Wenn der einen Gegner tötet, dann bekommt man...